Und wo sind denn jetzt deine neuen Puppen, von denen du gesprochen hast? Schau mal, hier sind sie! Hallo meine lieben Freunde! Und endlich gibt es wieder neue LOL Surprise Puppen. Und lass uns jetzt zusammen schauen, wie sie aussehen. Und hier haben wir die erste Kapsel, Makeover Series. Machen auf. Die Kapseln sehen genauso aus wie die vorherigen. Nur die Verpackung ist hier etwas anders. Schaut mal, was sie hier für Haare haben sollten. Und hier haben wir einen Hinweis, zusammen mit den Stickern. Ein Mädchen und eine Schere. Pixie Cut, es ist so eine Frisur. Machen wir weiter. Diese Puppen bekommt man in ganz gewöhnlichen Kapseln. Der Kamm von denen befindet sich in den Lockenwickler. Damit kann man die Puppe kämmen. Und sie wechseln die Farbe. Außerdem kann man die Lockenwickler für sich selber verwenden. Ein Spiegel, um die Puppe zu fotografieren. Ein Halter für die Puppe. Und da ist auch Platz für den Trinkbecher. Und die Puppe kann man in die Kapsel stellen. Oder auch auf den Deckel. Diese Kapsel erinnert an Haarspray. Und hier haben wir schon die erste Überraschungstüte, in der eine Kette versteckt ist. Und hier haben wir den Beipackzettel. Und hier sind die neuen Puppen. Und hier gibt es sogar einen Jungen. Schaut mal, es sind gar nicht mal so viele. Insgesamt sind es 10 Puppen. Und einer von denen ist ein Junge. Und sie wechseln alle die Farbe. Und trinken geben muss man denen nicht. Denn sie pinkeln, weinen und spucken nicht. Nun schauen wir mal, wen wir in dieser Kapsel hier erhalten werden. Die ist nicht aus Gummi, sondern aus Plastik. Oh, wir haben Glück. Schaut mal, es ist ein Junge. Der hat schwarze Haare mit einer grauen Haarsträhne. Und er hat wunderschöne blaue Augen und Kostüm einer Fledermaus. Und er heißt Tough Guy. Ich brauche meine Anziehsachen. Holt meine Anziehsachen raus. Ich denke, seine Anziehsachen verstecken sich hier in diesen Tütchen. Und in der ersten Tüte haben wir hier seine Schuhe. Die zweite Überraschungstüte. Und hier haben wir sein Anzug. Dunkelblaue Jeans mit einem Gürtel und einer schwarzen Weste. Und er hat hier noch etwas, höchstwahrscheinlich ein Accessoire. So ist es. Es ist eine Sonnenbrille. Und noch hat er hier zwei Lockenwickler. Und in der ersten befindet sich ein Trinkbecher, durchsichtig mit einem schwarzen Deckel. Und in dem zweiten Lockenwickler versteckt sich der Kamm, mit dem wir ihm die Haare kämmen werden. Machen wir die zweite Kapsel auf. Genau derselbe Hinweis und hier haben wir noch die Sticker. Machen wir weiter, öffnen den Deckel und hier haben wir schon die erste Überraschungstüte mit einer Halterkette drinnen. Mache die Türen auf, wen wir wohl hier haben werden. Ein Mädchen mit zweifarbigen Haaren. Was ist mit dir passiert? Die Haare sind zur Hälfte pink, zur Hälfte schwarz. Und ihre Lippen sind schwarz. Warum ist sie denn so? Weil ich Hardrock liebe. Was? Hardrock? Ja, Hardrock. Vielleicht kannst du ja mit Tough Guy eine Band gründen. Ich weiß nicht, aber mir gefällt auch Hardrock. Ein sehr interessantes Mädchen. Lass uns schauen, was für Anziehsachen sie hat. Oh, eine Halskette. Machen wir die zweite Überraschungstüte auf. Und hier ist ihr Anzug, den sie gerne trägt. Ein Rock und ein T-Shirt mit der Aufschrift Baby drauf. Und so sieht sie aus. Und sie heißt Metal Babe. Ich mache die nächste Tüte auf und hier haben wir zwei Armreifen. Und hier haben wir noch eine Überraschungstüte mit Stiefeln drinne, schwarz-pink mit Absatz. Und hier haben wir die zwei Lockenwickler. Freunde, wer von euch macht sich gerne Locken? Schreibt es mir in die Kommentare. Und hier haben wir einen Kamm und in dem zweiten Lockenwickler befindet sich ein Trinkbecher. Quadratisch, schwarz-rosa. Wir haben schon zwei verschiedene Puppen bekommen. Bin gespannt, wen wir in der dritten Kapsel erhalten. Ein Hinweis und Sticker. Oh, das ist ein neuer Hinweis. Ein Teufelchen, eine Perücke und Freitag der 13. Bad Hair Day. Ein schlechter Tag für die Haare. Die Kapsel hat die Pfirsichfarbe. Mache den Deckel auf. Und hier haben wir schon die erste Überraschungstüte. Und hier befindet sich natürlich die Halterkette. Machen wir weiter. Und hier haben wir schon die Kapsel. Ich mache auf. Oh, ist sie hübsch. Sie hat vorne Locken und der Rest der Haare sind glatt. Oh, die gefällt mir ja so. Ihre Haare haben so schöne Farben wie Regenbogen. So helle, knallige Farben. Orange, gelb, pink, blau. Und ihr Lidschatten ist auch so knallig. Rosa-weiß. Und sie hat blaue Augenbrauen. Oh, und was für einen modischen Anzug sie hat. Ein Rock mit Zebrastreifen mit einer Weste. Und hier haben wir einen Armreif.
und hier sind gelbe Schuhe drin. Noch eine Überraschungstüte und hier haben wir eine Schleife. Kommen wir nun zu den Lockenwicklern. In der ersten befindet sich ein Trinkbecher und auch der Trinkbecher hat den Zebra-Look. Und in dem zweiten Lockenwickler befindet sich ein schwarzer Kamm. Und hier hat sich noch eine Überraschungstüte versteckt. Schauen wir mal, was drin ist. Eine Brille. Eine Hälfte rosa, eine Hälfte blau. Freunde, wir haben bisher noch keine einzige doppelt. Welche von den Puppen würdet ihr als nächstes gerne sehen wollen? Ich würde gerne sehen, wie Rainbow Raven aussieht. Okay, machen wir weiter. Und hier haben wir schon den Hinweis und den Sticker. Ein schlechter Tag für die Haare. Machen den Deckel ab. Und hier haben wir schon die Halterkette. Die Türen. Und hier haben wir schon die Puppe. Das ist Prom Princess, das Mädchen von Tough Guy. Schaut mal, was für schicke Haare sie hat. Und sie hat braune Augen. Wer von euch hat auch braune Augen? Lasst es mich wissen. Überraschungstüten. Und hier haben wir ihr Kleidchen. Ein wunderschönes gelbes Kleid mit weißen Punkten und einer rosanen Schleife drauf. Und hier haben wir ein Band mit Prom Princess drauf. Hier haben wir ihre Schuhe und noch eine Überraschungstüte. Ein Diadem und die Lockenwickler. Hier haben wir den Kamm. Und in der zweiten haben wir den Trinkbecher. Rosa mit einem silbernen Deckel. Und wir haben jetzt nur noch eine Kapsel. Schauen wir, wer hier drin ist. Wieder pfirsichfarbene Kapsel, ein Hinweis und ein Sticker, ein Pfeil nach oben und ein Seil. Top Knopf. Die erste Überraschungstüte mit Anhängerkette drinnen. Türchen, Türchen. Und hier haben wir die Puppe. Blaue Kapsel. Und da drinnen ist noch ein wunderschönes blondes Mädchen. Und sie heißt Twack. Und hier haben wir die Überraschungstüten. Ein kariertes Hemd, das um die Hüfte gewickelt wurde. Jeans-Short und Jeans-T-Shirt. Braune Schuhe mit Absatz. Ein goldener Armreif. Und goldene Brille. Zwei Lockenwickler und in einem von denen befindet sich ein blauer Kamm. Und in der zweiten ein Trinkbecher. Rosa mit goldenen Deckel. Das sind die wirklich die Farbe? Natürlich, dafür müssen wir sie im warmen und kalten Wasser baden. Lass uns das testen. Zuerst den jungen Tough Guy. Im kalten Wasser? Im kalten Wasser wird sein weißes T-Shirt gestreift. Oh, und im Gesicht erscheint eine Träne. Mir passiert nichts. Und im Warmwasser wird sein T-Shirt wieder weiß. Gestreift und wieder weiß. Und probieren wir, ob er etwas kann. Oh, tatsächlich, der spuckt. Jetzt lass uns ihn anziehen. Sein T-Shirt, Schuhe und die Sonnenbrille. Einfach toll. Ein modischer Junge, Tough Guy. Und hier haben wir Metal Babe. Schauen wir mal, was mit ihr im kalten Wasser passiert. Und es erscheint ein Anzug. Ein schwarzer Anzug und beim Tauchen ins warme Wasser verschwindet das Ganze. Jetzt schauen wir mal, was sie kann. Oh, ich habe ihr Gesicht nicht getestet. Schaut mal, was mit ihrem Gesicht passiert. Sie sieht so aus, als ob ihre Schminke verlaufen ist. Und sie kann spucken. Ziehen wir Rock, T-Shirt, Armreifen. Sie hat zwei davon. Noch hat sie ein Halsband. Und modische Stiefel. Und so sieht das Mädchen Metal Babe aus. Jetzt kommen wir zu diesem Mädchen mit wunderschönen Haaren. Oh, was für Strumpfhose sie hat und einen schwarzen Badeanzug. Schauen wir mal, was im kalten Wasser passiert. Also im kalten Wasser passiert nichts. Vielleicht muss sie im warmen Wasser baden. Wir mussten sie im warmen Wasser baden lassen. Und sie hat einen modischen und wunderschönen Badeanzug an. Und sie kann auch spucken. Und hier haben wir ihren Rock und ihre Weste. Ich ziehe sie jetzt an. Und ihre Strumpfhose sind einfach wunderschön. Veily Bibi. Eine wunderschöne Schleife. Ich finde, sie ist die hübscheste Puppe von den allen. Ihre Stiefel. Und ihre zweifarbige Brille. Und die ziehe ich hier auf den Kopf. Und vor uns haben wir Veily Bibi. Und als nächstes bekamen wir Prom Princess. Und sie hat Handschuhe an. Wir baden sie erstmal im kalten Wasser. Ihre Handschuhe werden rot und es erscheint ein schwarzer, wunderschöner Anzug, der im warmen Wasser verschwindet. Und auch sie kann spucken. Ich ziehe sie jetzt mal an. Ihr Kleidchen
ihre Schuhe. Mit Hilfe von einem Kamm mache ich hier eine Schleife. Oder man kann ja auch ihren Diadem anziehen. Und ihren Band mit Prom Princess drauf. Kommen wir nun zu unserer letzten Püppchen, Twang. Oh, und sie hat schon ein Top und Shorts an. Im kalten Wasser passiert nichts. Und im warmen? Und aus ihrem Anzug wird ein Bikini. Und im kalten Wasser erscheint wieder ihr Top mit den Shorts. Und höchstwahrscheinlich kann auch sie spucken. Und dieses Mädchen gefällt mir auch sehr. Schreibt mir in die Kommentare, welche der Puppen euch am besten gefallen hat. Und ich ziehe sie jetzt noch an. Ihre Shorts und T-Shirt, ihr goldener Armband und ihre braunen Schuhchen. Und noch ihre Brille. Und mit Hilfe von Kamm mache ich ihr eine Schleife. Und das ist das Mädchen Twang. Und das waren die neuen Püppchen, die wir heute bekommen haben. Freunde, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao!